Es gibt ein irres Gerücht, nämlich, dass Sie und Ihr Mann Fans von Werder Bremen sind. Also am meisten freue ich mich über die Weihnachtsplätzchen, ehrlich gesagt, weil die letzten Wochen etwas rar waren. Nein, danke für die Einladung. Und das mit Werder Bremen, alle Werder-Fans hier, möchte ich nicht enttäuschen, aber sagen wir es so, mein Mann hat mich zu Werder Bremen geführt. Und wie das dann so ist in der Familie, auch unsere Kinder von Tag 1, da war der Werder-Strampler auch schon mit auf dem Geschenketisch. Also hatte ich gar keine Wahl. Ich habe ja in Hamburg studiert und war eigentlich eher Pauli-Fan vorher. Wie alle, den Frieden genau. Zu Hause, ja, war ich dann auch schon mal im Weserstadion. Und jetzt drücken alle bei uns zu Hause. Gegen Stuttgart geht es ja, glaube ich, jetzt am Wochenende. Also drücke auch ich die Daumen dann für Werder. Und das heißt aber, dass wenn es um Frauenmannschaften geht, da haben Sie einen anderen Favoriten. Ja, also ich lebe ja seit langem in Potsdam und deswegen natürlich Turbine Potsdam. Die sind jetzt leider abgestiegen in die zweite Liga, aber ja, also... Liebe kennt keine Liga, das ist ja das wichtigste Motto, nicht nur im Sport, sondern auch manchmal in der Politik. Das eint ja auch Sport und Politik. Man weiß, es geht manchmal bergauf und manchmal auch wieder bergab. Mich würde schon interessieren, weil Sie sich so gut auskennen im Fußball, so jemand wie Olaf Scholz, der also in Ihrem Kabinett sitzt, habe ich mir sagen lassen. Ist das eher so der Typ rechter Verteidiger oder eher so offensives Mittelfeld? Also früher hätte man gesagt Libero, würde ich mal sagen, ja, als der Stratege im Fußball. Der Libero wurde jetzt leider im neuen Fußball so ein bisschen, hat er eine andere Rolle bekommen. Und Libero ist schon aus meiner Sicht, das ist auch die Rolle des Bundeskanzlers. Ja, da darfst du nicht nur eine Stärke haben, sondern da musst du vorne mit dabei sein können, aber auf jeden Fall hinten den Laden auch dicht halten können. Aber die Vergleiche, die hinken ja sowieso bekanntermaßen. Wann backen Sie wieder Plätzchen mit Ihren Kindern? Ja, deswegen, ich nehme ein paar Zimtsterne mit. Das ist genau das.